Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und heute habe ich wieder sehr bedeutungsvollen Tag für euch. Ich meine Tagesbotschaft. Egal ob Tag sonnig ist oder nicht, du wirst strahlen, du wirst spüren die Wärme vom Universum, du wirst spüren deine Wärme innen drin, in deinem Herzen, deiner Seele. Ist ein wunderschöner Tag. Heute hast du Kraft, in die Öffentlichkeit zu treten. Heute hast du Kraft, dich in die Öffentlichkeit zu zeigen. Dein Wort wird geschätzt. Deine Meinung wird geschätzt. Leute werden auf dich hören und du wirst wie ein weiser Mensch für diese Menschen sein. Hab keine Angst. Egal ob vor deiner Familie, egal ob vor deiner Arbeit, habe diesen Mut, dich zu zeigen. Das ist wie ein erstes Steinchen für dein Fundament, für deine Zukunft. Du strahlst, du bringst heute in den Tag die Sonne. Du bist heute die Sonne. Was noch sehe ich hier? Die Karten auch raten. Sei kühl trotzdem, bewahre diese Kühlheit. Das heißt, öffne dich nicht für 100%. Behalte etwas für dich, die Sonne. Dass du diese Kelch, den du bist selber, nicht leer bekommst. Weil wird viele Menschen, die gerne deine Energie, dein Glück ein bisschen zapfen werden wollen. Entscheide dich für heutigen Tag, etwas zu beweisen, etwas zu zeigen. Hab keine Angst, wirklich. Der Moment ist für dich gekommen, hervorzutreten und die Menschen zu führen. Deine angeborenen Führungsqualitäten werden zum Einsatz kommen. Dies ist dein Moment im Licht, also geh diesen Schritt und erstrahle, damit alle es sehen können. Darüber hinaus weist diese Karte auf eine Person hin, die Charisma hat, andere inspiriert und sowohl die Herausforderung als auch das Rampenlicht liebt. Kann sein, du wirst so eine Person auch heute kennenlernen, über den Weg dir wird laufen. Nutze die Chance, tausche die Energie mit dieser Person. Tausche die Weisheiten, führe interessante Gespräche heute, schmiede die Pläne für die Zukunft. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns heute Nachmittag. Bis später, meine Lieben. Tschüss, Baba.